Ja, dann mal einen wunderschönen Sonntag an der Stelle an euch alle. Wir legen gleich los mit der Präsentation. Geht's euch gut? Haut erstmal eine Eins in den Chat, weil ich muss ja wissen, ob es euch gut geht oder ob mir erstmal die Sanitäter braucht. Da kommt der Einser geflogen. Jawohl, wunderbar. Sehr schick. Danke euch dafür. Alle Ausbilder, die hier schon mit dabei sind oder die es bald werden wollen, die dürfen gerne das Handy in die Hand nehmen, dürfen eine kleine Story drehen, verlinkt mich drauf, warum. Ich brauche jeden Cent, warum. Wir haben ja gesehen, das Raumschiffgeld ist tot. In den letzten 2 Jahren haben es zumindest ein paar Leute behauptet. Deswegen erstmal High Five an euch, dass ihr am Sonntag bei schönem Wetter um die Uhrzeit euch die Zeit nehmt und nicht bei der Dagmar irgendwie bei Kaffee und Kuchen sitzt. Genauso schaut es aus. Steht gerade im Chat mit drin. Ich lese es auch mal vor, dann für die Leute, die Aufzeichnung sich anschauen. Gehen wir eins nach dem anderen durch und gleich können wir starten. Ja, es ist die ersten brauchen schon Sanitäter. Achtung, Umsatz in Aussicht. So sollte es sein. Wir haben uns hier zusammengefunden, egal ob unternehmerisch, investorisch, als Ausbilder, also Mischung draus, eine geile Zeit zu haben, gutes Geld zu verdienen. Das heißt, ihr habt ja auch gesehen, was da machbar ist, was Schenkler selber euch zur Verfügung stellt, Kapitalaufbau Pro, die Projekte hinten dran, was wir noch für euch on top machen. Und heute, da geht's los. Das heißt, der Call ist auch offen für die anderen Pakete. Wir machen das so, dass der erste Call von jedem Speaker für alle ist und danach ab dem Pro-Member. Das heißt, hier sehe ich dann auch wieder, habe ich zwei schöne Sprüche. Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Oder der Markus hat es so schön gesagt. Zweifler siegen nicht, Sieger zweifeln nicht. Das macht auch schon mal was aus. Und weil ich ja so ein Drecksack bin, der Leute mit einbezieht, machen wir mal eine Übung für alle, die jetzt am Start sind. Genau, gucken wir mal, ob noch ein, zwei Leute die Kamera anmachen, ob sie das dann hier in Anspruch nehmen, um sie weiterzuentwickeln, um Grenzen zu verschieben. Gucken wir noch mal, ein, zwei Sekunden gebe ich euch Zeit. Und dann legen wir direkt los mit Präsentation und was weiß ich nicht, was alles. Dann kann die wilde Fahrt losgehen. So, folgendes. Guckt mal, dass ihr ein bisschen Platz neben euch habt, nicht, dass ihr irgendwie der Partnerin eine reinhaut oder ihr nutzt es als Vorwand. Und zwar machen wir jetzt folgendes. Nehmt mal eure Arme und streckt sie mal horizontal in die Luft. Oh, was ist passiert? Ich habe gesagt horizontal. Wo sind die Arme? Die sind vertikal. Erste Erkenntnis des Tages. Der Mensch macht das, was er sieht und nicht das, was er hört. Das heißt, ein Leader oder ihr für euch selbst, da beginnt ja schon die Verantwortung. Wenn ich etwas mache, ist es was anderes, als wenn ich das sage. Ich kann zu dem Mensch sagen, wir machen Sport, und er sagt, ja, geil, und er kommt nicht. Wenn ich sage, wir sind um jetzt 7 Uhr, stehen wir hier, machen uns Gewichte an die Füße und Hände, wir joggen da hoch, dann hat der Mensch keine Wahl, weil ich mach's vor. Und genauso könnt ihr das bei euch auch anwenden. Das heißt, es wird öfters mal passieren, dass da irgendwelche Blockaden kommen, dass ihr sagt, ey, ich nehme mir etwas vor, Neujahrsvorsätze, Muttertag, Valentinstag, egal was es ist, ihr kennt das Ganze. Man ist da voller Tatendrang und was haben wir da hinten dran? Das ist die Motivation. Die Motivation macht aber diesen hier. Die Disziplin ist durchgängig. Das heißt, der Mönch, der trainiert, egal ob es Sommer, Frühling, Herbst oder Winter ist, ob es mitten in der Nacht ist oder ob es tagsüber ist, ob es regnet oder ob es schneit, ob es minus 16 oder plus 40 Grad sind. Und warum? Er nimmt sich ein Stück seiner Freiheit weg, um Freiheit zu erlangen. Wir machen eine Struktur mit rein und weil er auf Dinge verzichtet, kriegt er Freiheit. Die meisten Menschen in der modernen Welt, die machen das leider umgekehrt. Das heißt, die sagen, morgen fange ich an, nächste Woche, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und die wichtigste Erkenntnis, die mir kam in den paar Jahren, wo ich auch im Dienst für Eure Majestät unterwegs war, ist, jeder Tag zögern ist nicht ein Tag später, sondern ein Tag weniger. Wir haben den Zeitpunkt der Geburt, wir haben den Zeitpunkt, wo wir gehen. Zwischendrin ist optional, Anfang und Ende sind klar. Und das muss den Menschen erstmal bekannt werden. Ihr werdet hier in den Calls einiges sehen, ihr werdet Dinge mit anderen Augen sehen. Einige Leute, die mit mir im Coaching sind, die können gerne mal hier in den Chat kurz reinschreiben. Der Sven hat recht, dann klopfe ich mir kurz auf die Schulter. Eine 2, ein Herz hier, einen Cowboy-Hut, sowas in der Richtung, weil da sind Dinge hinter Raum und Zeit, die der Kopf nicht begreift. Darauf gehen wir später auch nochmal ein. Das ist sehr nice. So, jetzt hat der Narzisst sich das abgeholt, was er braucht, aber nee, Spaß beiseite. Darum geht's. Lebensfreude. Das heißt, Leute, die auch da schon mal Prozesse mitbekommen haben, die sagen, das kann ja gar nicht sein, aber auf einmal sind sie lebensfroh. So, Präsentation, da machen wir es mal auf.
Gott, ich komme mir vor wie Lehrer damals in der Zeit. Zack, zack, zack. So, oder? Gleich bin ich soweit. Bildschirmpräsentation. So, zack. Genau, wie gesagt, Chat schauen wir dann am Schluss durch. Und wir haben ja auch heute hier verschiedenste Leute von verschiedensten Strukturen. Ich finde es auch cool, dass er eben sagt, das Thema ist interessant, das ist kein Hokuspokus oder eine Spinnerei, sondern wir gehen hier in eine Thematik rein, die ich sehr wichtig finde, die für euch auch sehr wichtig ist. Eben um unternehmerisch, um investorisch, um als Ausbilder, Mischung draus, ist es immer die Kombination, das Maximum rausholen zu können. Warum? Sehen wir gleich. So, jetzt müsste das Ding mich noch lassen, er will aber gerade nicht. Ist egal, weil was ist wichtig im Leben? Improvisieren. Es kann immer was schief gehen. Ihr seht es da unten, hängt mal was oder so. Nö, jetzt könnte ich dastehen, ich werde knallrot. Nee, werde ich nicht. Warum? Ich weiß, was ich zu tun habe. Selbe gilt für euch. Wir haben ja jetzt das Thema Trading beim Luca mit dabei. Wir haben vom Marco ein paar Strategien zum Thema Portfolio-Management mit dabei. Ihr habt einen Coin-Tipp schon bekommen oder mehrere. Ihr habt vom Erik das Thema auch wieder, wie erkenne ich einen Scam? Wie kann ich ein Projekt analysieren? Das heißt, ihr solltet wissen, was zu tun ist. Und dafür habt ihr Geld bezahlt. Das heißt, euch steht etwas zu. Ihr solltet es nutzen. Warum? Nicht, weil ich euch ärgern will oder weil wir euch da irgendwo durchscheuchen wollen, sondern wir haben jetzt eine Situation wie bei mir, als ich in den Urlaub war. Ich habe dort auch gehasselt und Gas gegeben. Da sind zwischen den Dinge entstanden oder Projekte, auch bei Markus. Es kam Leica. Ich komme aus München zurück. Es sind 500 Nachrichten sind da. Oh, was soll ich denn jetzt tun? Wo finde ich denn den Link? Wo muss ich dann reinklicken? Ich habe es noch nicht mal gewusst. Ich lese mich ein von dem, was ich weiß technisch. Okay, hier, zack, 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 so geht es. Die Leute sind maximal in FAT und in FOMO verfallen. Was das bedeutet, sehen wir auch gleich. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du eben in FAT und in FOMO gerätst, weil du dann nicht weißt, was du tun musst. In dem Moment übernimmt dann eine niedrige Intelligenz die Triebe des Körpers anstatt der Kopf. Was machen wir da? Wenn wir irrational unterwegs sind, treffen wir Fehlentscheidungen. Das kann sehr teuer werden. Das haben die einen oder anderen vielleicht auch schon gesehen. Da schickt man was an die falsche Blockchain. Da macht man ein Wallet auf, ein Telegram, erzählt ein Influencer was. Ich klicke auf den Link. Auf einmal ist es die falsche Seite. Es kommt irgendein Pakistani und räumt mir die Wallet leer. Jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Thema. Wie aus dem Depp vom Flughafen der Krypto-Guru wurde. Wer ich bin, ist nicht wichtig, was ich kann aber schon, weil hier einige Leute aber neugierig sind. Mein Name ist Sven Hum und bin 88er Baujahr, komme aus der Nähe von Frankfurt am Main, ist aber noch Bayern, man soll es nicht glauben. Ich habe damals Lehramt studiert, L2, also in Haupt- und Realschulen, in den Fächern Politik, Wirtschaft. Einiges davon hört man ja heute noch im Storytelling und Co. Im Thema Englisch. Das heißt, Deutsch ist für mich ein Werkzeug, ein Vehikel. Auch da weiß ich, was ich tun muss. Wenn ich aus dem Flieger steige, der Kurs fällt, ich bin krank, ich komme zurück, ich sehe es. Soziologie, Psychologie. Warum? Mich hat schon immer interessiert, was so bei den Menschen zwischen den Ohren passiert. Ich bin groß geworden in der Atmosphäre der permanenten Gewalt, der Bedrohung, physische, psychische Gewalt. Das ist einmal die feminine und einmal die maskuline Energie der Gewalt. Der Mann, maskulin, haut dir aufs Maul. Die Frau sagt, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann grob jetzt umrissen. Jeder von uns, alle von uns haben die Energien in sich drin, egal ob wir uns als Mann, Frau, Fabelwesen, Fee, Fuchs, Stein, Roboter oder sonst was identifizieren. Identifikationen kommen wir auch noch mit dazu, sorgt für sau viel Leid, weil etwas verstrickt, sorgt dafür, dass Reibung entsteht. Das heißt, ein Mann hat feminine und maskuline Energie in sich drin. Manche mehr, manche weniger. Sieht man daran, manche lackieren sich die Fingernägel, andere sind Arbeiter im Stahlwerk. Bei den Frauen genau dasselbe. Manche haben feminine Energie in sich drin, manche haben maskuline Energie in sich drin. Es kommt wieder darauf an von der Gewichtung. In den letzten paar Jahren haben wir auch gesehen übrigens, dass sich das verschiebt, diese Balance. Der Händedruck von Männern wird immer weicher, der von den Frauen wird immer härter. Wir sehen das auch in Sport und Co. Darum soll es aber heute nicht gehen. In dieser permanenten Atmosphäre der Gewalt habe ich mich aber immer gefragt, warum? Woher kommt es? Ihr müsst euch so vorstellen, der Mensch kann so viel. Wir können Sinfonien schreiben.
dass einem die Tränen runterlaufen. Wir können 90 Minuten im Eiswasser baden. Wir können uns im Yoga verbiegen. Da sind Leute unterwegs mit 80 Jahren und älter, die gehen da volle Kanne vorwärts. Warum also müssen wir uns auf die Fresse hauen? Warum so viel Leid? Warum so viel Gewalt? Warum so viel Zorn? Warum so viel Missgunst? Was das alles genau bedeutet? Gucken wir mal, ob die Präsentation sich hier endlich gefangen hat. Zeige ich euch dann auch gleich im Detail. Weil alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Auch Dinge, die wir nicht tun, haben Konsequenzen. Nennt es Karma, nennt es Kausalitätsprinzip, nennt es Ursache und Wirkung. Darauf kommt es an. Ich habe, nachdem ich das Ganze damals studiert habe, recht schnell gesehen, ich hatte so durch wirklich tolle Lehrer Vorbilder gehabt. So will ich auch sein. Ich möchte Menschen einen Mehrwert bieten. Habe ich damals gedacht, Kinder sind unsere Zukunft. Was wirst du? Lehrer. Der Lehrer hat mich geführt, wie ich vorhin das mit den Armen. Ich komme auf die Universität an und denke mir, boah, 512 Millionen Euro Gewinn hat die Universität, wo ich war, im Semester gemacht. Aber gesehen habe ich davon nichts. Du stehst quasi da, ähnlich wie eine Pflege, mit einem Kugelschreiber, mit einer Stoppuhr, mit einem Klemmbrett. Und du hast auf einmal Kinder da und wir schneiden ihnen die Flügel ab. Wir entfernen die Seele. Wir packen sie in Formen rein. Könnt euch so vorstellen, ihr habt einen Zaun, der ist so und so hoch. Und da haben wir nebendran einen Delfin, einen Igel, einen Adler und eine Giraffe. Wir wollen drüber schauen. Was macht unser System? Es stellt jedem eine Kiste hin. Der Adler, der fliegt oben, der sieht sowieso. Der Delfin, der vertrocknet und erstickt, weil er nicht im Wasser ist. Die Giraffe guckt drüber und der Igel kann es nicht sehen. Ich stelle jedem so die Kisten hin, dass jeder drüber schauen kann. Das heißt, für mich war recht schnell klar, lassen wir es gut sein, war eine schöne romantische Idee, aber ich komme hier nicht voran. Was habe ich danach gemacht? Landespolizei, Bundespolizei, Anwärter im mittleren oder im gehobenen Dienst auch mit dabei. Landespolizei habe ich gedacht, ich gehe mal nach Hessen und Wiesbaden. Liebe Grüße an die Silvia, die ist da immer noch mit am Start. Bundespolizei habe ich gesagt, jawohl, ich probiere es mal in Bayern, in Bad Mergentheim. Auch da, wenn du Richtung Hammelburg und Co. unterwegs bist, da ist auch Bundeswehr stationiert, da habe ich damals gedacht, machen wir mal. Auch das habe ich mir angeschaut, war tauglich, habe es ausprobiert, habe da schon geträumt. Man hatte auch wieder so eine Idealisierung im Kopf. Recht und Ordnung, weil mir früher so viel Scheiße passiert ist, klare Worte von mir. Ich komme dort an in der Kaserne, weiß aus den Hintergründen im Studium von Politikwissenschaften, was da abgeht. Das Ganze hat sich verschärft. Ich habe gesagt, macht euren Scheiß allein. Bin ich ehrlich zu euch. Damals hatten wir schon gewisse Tendenzen. Finanzkrise war frisch rum gewesen. Am Ende von der Finanzkrise, da war ich noch Student, musste mein Motorrad verkaufen. Im Rahmen von Landespolizei und Bundespolizei habe ich gesehen, Fehlentscheidungen sind getroffen worden. Equipment wurde nicht zur Verfügung gestellt. Die Leute, die sich vielleicht auskennen, von das leichte Maschinengewehr, Submachine Gun heißt auf Deutsch, die MP7, die wartet seit 2006, sollte zur WM fertig sein auf dem Beschusstest. Seit ich aus dem Dienst bin, habe ich nicht mehr von gehört, dass die Leute die tragen. Das heißt, anscheinend klemmt irgendwas immer noch. Zieht sich mit einem roten Faden überall durch. Also habe ich gesagt, Endstation. Was habe ich danach gemacht? Damit ihr mal seht, dass alles machbar und erreichbar ist, nicht um rumzuflexen, sondern einfach, dass ihr weiter Gas gebt, nach euren Sternen greift, damit ihr euch euer Traumleben holt. Ich habe im Niedriglohnsektor gearbeitet. Kurierdienst, das heißt, was haben wir damit dabei? Einen festgesetzten Zeitrahmen, wenn du im Stau stehst, hast du Pech gehabt. Selbe Firma mit dabei hat auch dann noch sogenanntes Flottenmanagement gemacht, das heißt Überführungsfahrten, Aufbereitung von Fahrzeugen im Hochpreissegment von Audi, von Mercedes-Benz. Und dann habe ich für dieselbe Firma über Arbeitnehmerüberlassung auch noch einen eBay-Shop aufgebaut, eben für Hochpreissegment Kfz-Teile von Brabus, AMG, hast du nicht gesehen, über was weiß ich was, Fußmatten, irgendwelche Chromzierleisten, Gedöns, alles aufgestellt, eingepackt, gescheit, hochwertig eingewickelt. Hat zu lange gedauert, kam der Druck mit dabei. Unten haben die studierten Faulenzer im Büro gesessen, haben sich Katzenvideos angeschaut. In dieser Zeit habe ich gearbeitet, teilweise 16 Stunden am Tag, hatte keine Pause, hatte in einem Jahr einen Tag frei, war einen Tag krank. Was habe ich bekommen? Die Kündigung. Die Firma hat mir das Geld damals noch übrigens mit reingelegt ins Handschuhfach in Bar, das heißt Abrechnungen und Co.
Für eine Motorradbruderschaft haben die dann auch gewisse Dinge gemacht im Hinterzimmer, das sage ich jetzt nicht. Und da wird ja erstmal einiges klar. Du bist ersetzbar. Und es war weit vor den Zeiten mit Digitalisierung, mit Automatisierung, mit künstlicher Intelligenz und Co. Die Leute haben gedacht, es ist vorbei, was so 2019, 2020 passiert ist. Es fängt erst an. Gehen wir in den ganzen Calls auch noch mit drauf zu. Wer da Bock drauf hat, kann gerne sich auch bei mir auf Instagram, einige Leute wissen das ja, oder auch auf YouTube sich Shorts, Reels, Beiträge, Stories, lange Videos anschauen, was da so passiert, über was ich da spreche, über was ich sprechen darf. Einige Dinge darf ich nämlich nicht erzählen, bis an mein Lebensende, kommen wir gleich dazu. Ich war 2011 dann danach in Kanada gewesen. Mal wieder, habe mir es angeschaut, anderes Land, andere Leute. Sehr interessant, was dort los ist, wie die Menschen drauf sind, die Musik, das Essen. Ich war das erste Mal in Kelowna, das ist British Columbia, Kamloops und Rutland. Und dann im Jahr 2011 war ich in Vancouver selber gewesen. Ich habe mir gedacht, boah, krass, hier kannst du zur selben Zeit am selben Ort schwimmen im Pazifik, kannst oben Skifahren, Whistler und Co. Du hast dort einen Dschungel, einen richtigen Regenwald mit dabei. Die Stadt sieht aus wie eine Mischung aus San Francisco und Hongkong. Da habe ich mir dann Gedanken gemacht, okay, jetzt haben wir vorher schon das Thema gehabt, Recht und Ordnung. Da werden wir Scharfschütze, da werden wir Späher für das Thema. Ich habe zur selben Zeit dann aber auch erfahren, wie ich noch in diesem Niedriglohnsektor-Käse da war und hätte nach Kanada gehen können. Ich bin hin und her gerissen. Ich zweifle. Die damals bessere Hälfte hat den Sohn schon unterm Herzen getragen. Machen wir nicht. Wir brauchen Planbarkeit. Wir brauchen Sicherheit. Wer von euch kennt diesen Glaubenssatz? Bitte mal eine 3 in den Chat. Wunderbar, ein paar trauen sich. Ich kann euch beruhigen an der Stelle. Das Einzigste, was sicher ist, ist der Tod, weil der kommt garantiert. Alles zwischendrin ist optional. Auch das habt ihr schon gesehen. Mir geht in eine Beziehung rein. Man bezieht etwas aus jemand anderem, man extrahiert etwas. Gegensätze ziehen sich an. Derjenige fängt auf einmal an, geht fremd, man entfernt sich. Aus Liebe, aus Liebhabern werden auf einmal Hasser. Ihr seht das Ganze mit einem Haus, ihr zieht dort ein, ihr fühlt euch wohl, der reißt es ab. Der Arbeitsplatz, ihr sagt, jawohl, ich reibe mich dort auf, ich kloppe Überstunden wie sonst was, der Chef steht hinter dir mit der Peitsche und bedroht dich und macht und tut. Sagst, ja, okay, und dann kommt am nächsten Tag, ja, wir müssen uns leider entschlacken, da ist die Tür. Was habe ich danach gemacht? Wieder das Thema Bergen helfen, retten, schützen, den Krebs, zum Thema Astrologie und Co. Zauberwissenschaften, Okkultismus, könnt ihr euch bei mir auch mit reinschauen. Das heißt, in mir drin war immer dieses Trauma, sage ich jetzt mal. Immer zu schauen, warum sind Menschen so, wie sie sind? Warum hat mir mein Vater, die Ex, die Mutter, der Schulkollege, der Chef das angetan? Ich bin dann unterwegs gewesen im Auftrag für das Bundesinnenministerium, abgekürzt BMI, für 8,5 Jahre an einem großen deutschen Verkehrsflughafen. Bin ich auch ehrlich zu euch, ihr wisst, ich bin da Pragmatiker, nehme kein Blatt vom Mund. Das ist der größte Puff Zoo und Kasper-Theater Europas. Menschen haben in den letzten paar Tagen, ich gucke gerade mal, ob der Marco da ist, auch Hintergründe mitbekommen, weil ein paar Fristen vorbei waren. Ich guck mal, ist er da, der Marco? Nee, leider noch nicht. Aber auch bei ihm, er hat einen Grund, ihr habt es ja mitbekommen, obwohl er sich schwer verletzt hat, ist er für euch da, gibt Vollgas. Sonst hätte ich Marco nämlich jetzt mal gefragt, was ich eben für ein schönes Video geschickt habe. Da durfte ich eine Sache erzählen. Steht nicht umsonst mit drin. Raus aus dem Wahnsinn. 2020 habe ich nämlich den Grundstein für den Durchbruch gelegt. Ihr müsst euch so vorstellen, früher, ihr seht es auf dem linken Bild, da ist keine Halloween-Schminke drüber. Das ist kein Fotoeffekt. So sah ich aus. Zweckoptimismus, das Grinsen ist gespielt, wenn du so willst. Ich war so fern vom Leben, dass ich mich nicht mehr gespürt habe. Mein Körper hat nicht mehr mitgespielt, Schichtdienst hat es kaputt gemacht. Und warum? Um Rechnungen zu bezahlen, um den Kühlschrank zu füllen, um der Vater zu sein, um Erwartungshaltungen zu erfüllen. Und das ist auch eines der größten Probleme der Menschen in der heutigen Zeit. Ihr gebt euch auf für andere. Chef, Firma,
Freundin, egal was. Dabei vergisst man sich, man grenzt sich nicht ab. Du hättest so oft Nein sagen wollen, das können die Menschen nicht, die sagen, ja, sind für mich Eierlecker, Arschkriecher, sonst was. Bin ich auch direkt zu euch, harte Worte in dem Moment. Ihr werdet sehen, danach die Energie schlägt durch. Diese netten Menschen, die haben ein hartes Leben. Ihr kennt diese Tante, die es immer gut meint. Im Endeffekt sind sie alle verbittert, sind sie verkrüppelt. Die Oma, die immer geholfen hat, weil sie keinen Rückgrat hat, sitzt sie mit 80 dann so da und steht neben sich. Ja oder nein? Schreibt es mal eine 4 in den Chat. Dankeschön. Das heißt jetzt nicht, dass ihr herzlose Arschlöcher werden solltet, aber ihr sollt für das einstehen, was euch zusteht. Im Jahr 2020, da kam nämlich was auf uns zu. Ihr wisst es ja noch, was einige da gemacht haben. Ich hätte jetzt fast gesagt, eine Windel, aber sowas Ähnliches. Das ist für Maler und Lackierer gedacht. Das haben wir uns übers Gesicht gehängt, weil führende Experten sich alle einig waren. In dieser Zeit habe ich gesagt, so, jetzt nehme ich mir mal die Zeit und bin zur Kur gegangen, weil ich es auch nicht mehr konnte. Ich, selbst wenn ich gekämpft hätte, ich hätte es nicht mehr geschafft. Hohe Krankenzeit gewesen, dort vor Ort, mit Betriebsrat, die haben sich selber geschmiert, sind mir die Leute in den Rücken gefallen. Das ging vorher schon los, weil ich auch meinen Dienst so durchgezogen habe nach der Vorschrift. Wenn ich dort einen Fehler mache, werde ich persönlich haftbar gemacht. Kollege von mir ist es so gewesen, der ist aus einem anderen Teilbereich für die Passagiere. Der hat durch einen Verfahrensfehler und durch einen baulichen Fehler, das heißt, er konnte nichts dazu, gab es einen Sicherheitsalarm, es musste die Halle geräumt werden. Die Munich Re, die rechnet heute noch, wir sind bei über 60 Millionen Dollar. Da kam damals der Flughafenbetreiber und wollte das persönlich von dem haben. Er hat alles in die Waagschale gelegt, hat sich Experten geholt, die haben ihn rausgeboxt. Ihr stellt euch vor, der hat ein wunderbares Leben gehabt in der Zwischenzeit. Der hat sich so gefreut, wenn einer sagt, bitte bezahl mal 60 Millionen Dollar. Ich war also auf Kur. In der Kur habe ich mich selbst wieder kennengelernt. Diese Struktur mit drin, weil ich selber auf etwas verzichte. Kein Alkohol, was weiß ich, die Raucher unter sich nur in der gewissen Zone, um die Uhrzeit stehen wir auf. Es fängt dann der an, Seminar ist um die Uhrzeit, kriegst einen Wochenplan. Aber kein Schichtplan, wo es dann heißt, früh, spät, Nacht, Tag, im Block vor, zurückgerotiert. Ich hatte damals 6 Tage, 2 frei, 6 Tage, 2 frei, 5 Tage, 3 frei an diesem Verkehrsflughafen. Dort in der Kur war das so gewesen. Man fängt an, reichhaltiges Frühstück. Man achtet mal wieder auf die Ernährung. Obst, Gemüse, Kräuter, Gewürze, Tee, von mir aus auch Kaffee, aber was Gescheites, weil du dir die Zeit nimmst. Danach zum Beispiel so Sachen wie Nordic Walking. Hätte ich niemals gemacht früher, ich hätte mich selber ausgelacht. Durch dieses Monotone aber kommst du voll in die Tiefe. Zwar auf einem Vulkan, aber nicht wie jetzt, wo ich auf dem Vulkan war, sondern hier in der Nähe war das gewesen bei uns. Da hast du den Ausblick, die Natur. Du hast dort Bäume, alles außenrum wie in Kanada. Und weil du dir die Zeit nimmst, du siehst das Moos, du siehst diese Verwitterung, ein Gebirgsbach, Erosion, diese Gewalten. Und da ist mir bewusst geworden, wir sind ein Scheiß. Wir setzen uns die Krone auf, wir bringen uns hoch, wir greifen in Systeme ein, wir machen die Natur kaputt, wir machen Raubbau am Menschen, an der Natur, an Materialien. Wir selbst sind wie das Virus. Wir kriechen ins letzte Eck, machen alles leer und dann gehen wir weiter. Und dann wundern wir uns, wenn wir krank werden, warum das ganze System, ich meine, das Ökosystem am Kippen ist. Es ist nämlich ein Ökosystem und kein Egosystem. David schreibt es gerade rein, Gänsehautmoment. Danke dir. Da habe ich auch so Späßchen gemacht wie Yoga. Ich war der einzigste Mann, ich hatte schon Vorerfahrung, ich weiß, was das ist, aber ich war der einzigste Mann, der Yoga gemacht hat. Die Rentenkasse hat dann halt eben bei ein paar Sachen gesagt, machen wir nicht. Ich wollte nämlich auch tatsächlich Beckenbodentraining und solche Sachen machen. Habe ich halt gesagt, okay, machen wir Wassersport. Wir hatten da 2 Stück mit dabei, die kamen dann nach der 3. Woche von der Bundeswehr, die waren Kampfschwimmer. Ich habe mir einen Spaß gemacht, ich bin dabei eingeschlafen, habe mich gelangweilt und habe die abgezogen. Dabei fühlst du aber deinen Körper wieder. Es springt wieder ein Feuer in dir an. Du spürst wieder Entschlossenheit. Du schmeißt dein Herz auf eine Sache rein. Dazu Meditation, Austausch mit Gleichgesinnten. Du siehst in dieser Kur quasi, nicht wir da drinnen sind die Kranken, sondern die da draußen. Da kam die Klarheit. Soziale Kontakte kannst du am Flughafen vergessen. Guten Morgen, wie geht's? Ausweis bitte, auf Wiedersehen. Wenn ich einen frage, wie geht's, sagt er, gut.
Geht es den Menschen wirklich gut? Nein, in den meisten Fällen. Ich habe dort so Sachen gemacht wie Sauna, Feinstoffwechsel wieder hochgefahren, Kreislauf wieder angestoßen. Ich habe mich unter die Sonnenbank gelegt, Vitamin D. Ihr seht es, wie weiß ich da war. Unter der Sonnenbank habe ich dann Leute kennengelernt oder wieder kennengelernt wie Sadhguru, Vera Birkenbiel, Robert Betz, Manly P. Hall. Wer dazu Material haben will, meldet sich gerne nach dem Call bei mir. Können wir was fit machen? Für mich war dann klar, so geht das nicht weiter. Und dann kam eben in diesem Moment des größten Chaos, der größten Zerstörung, der Angst, des Zweifeln, wo alle gesagt haben, das war's, jetzt ist es vorbei, oh je, oh je, oh je, habe ich sofort gesehen, was gespielt wird. Das heißt, das letzte Jahr am Flughafen waren die Sven-Hum-Festspiele. Ich habe die Gesetzeslage noch genauer ausgelebt, weil mich einer in die Ecke gedrängt hat. Ich war da auch oben mal gewesen bei meinem Fachbereich, weil das sind Vorgesetzte, die wurden mir vorgesetzt. Da haben auch dann Hochdekorierte von Bundespolizei und was weiß ich was, haben dann gesagt, der Hund, der bellt nur, der beißt nicht. Ich habe nur gedroht, ich habe nicht gehandelt. Könnt ihr euch auch mal merken, wie viele Leute hier draußen unterwegs sind. Ich war hoch angesehen bei Entschärfungsdienst, bei Staatskanzlei, egal was. Ich sag, so geht's nicht weiter. Widerstand ist zwecklos, wie hier dasteht. Du kannst dich so ärgern, du kannst dich jetzt hier irgendwie hinstellen, du kannst schreien, du kannst fluchen. Den Prozessen im Universum ist es egal. Ihr solltet also sehen, es ist eine Dynamik am Laufen und die muss man dann entweder verlassen oder man muss sich anpassen. Auch da geht es dann in den anderen Webinaren weiter zum Thema, welche Modi gibt es? Fight, Flight, Freeze beschreibe ich solche Späßchen. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, man kann nicht gegen die Gesetze des Universums verstoßen. Kommen wir zu einem Leitsatz ein paar Jährchen später. Ihr habt auch bei diesem zweiten Bild gesehen, wo ich hier einen auf spirituell mache. Ich dachte, ich war's. Ihr seht ultimative Verhaftung. Ihr seht hier Anspannung im Kiefer mit dabei. Die Brille ist auf. Das heißt, es ist eine Maske. Ich lenke ab von etwas. Und ihr seht auch einfach hier, auch der Hals ist komplett angespannt. Ihr seht dann hier auch, wie die Schultern laufen. Da ist überall Energie drin, unterdrückte Aggression. Das ist Wut. Der größte Feind sitzt also zwischen unseren Ohren. Und bei mir bin ich ehrlich zu euch, deswegen beziehe ich euch mit ein. Der Druck musste erst so groß werden. Die Demütigung, die Bedrohung, die Dringlichkeit. Und wir wollen euch hier eine Möglichkeit geben, das abzukürzen. Ihr habt hier kompetente Partner in jedem Fachbereich an der Hand. Ihr habt hier Module, ihr habt hier Webinare, ihr habt alles da. Der Volker, der hat es damals so schön gesagt, es ist die Bringschuld, es ist ein Werkzeugkasten, holst raus. Was müssen wir dafür? Raus aus der Komfortzone. Schwierig, ich weiß. Warum ist es schwierig? Der Verstand schreit und die Intuition flüstert. Der Verstand sagt, boah, ich könnte jetzt eine rauchen. Die Intuition sagt, hey, mach das nicht, du bringst dich damit um, du bist doch kein Auspuff, du bist doch kein Auto. Der Verstand sagt, boah, ich trinke jetzt hier das Mineralwasser, ich rülp's es ganz laut, ich finde es schön, weil das ist eine romantisierte Verklärung aus der Werbung. Wir sind keine Blumen, deswegen rülpsen wir und stoßen das ab, das CO2. Wir atmen das aus, damit die Pflanzen einatmen können. Die Intuition sagt es dir. Du hast auch wieder zum Thema Komfortzone immer in dir drin oder zum Thema Verstand und Intuition eine, nenn es innere Stimme, eine Klarheit. Du fährst zu einem Geburtstag hin und denkst dir, ey, diese ganzen Nasenbären, ich kann diese Gesichter nicht mehr sehen. Du gehst auf die Arbeit, ich kann es mir nicht mehr leisten, wie diese Gesichter immer länger werden. Du hörst Intuition, Verstand. Indem jemand die Tür aufschließt, ist es deine Mutter, ist es der Partner, ist es der Herr Paschulke aus der Nachbarschaft. Und da gibt es auch einen schönen Spruch, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer dort, wo er schon ist. Logisch. Ich kann, und das machen viele Menschen leider falsch, nicht aufgrund von Werten aus der Vergangenheit meine Zukunft projizieren und glauben, es passiert was Neues. Indem ich das, was ich schon immer wieder mache, wiederhole, manifestiert sich genau das, was ich schon immer gemacht habe. Und dann kommen nämlich die Leute aus der Nachbarschaft mit den limitierenden Glaubenssätzen, tu das nicht, wo kämen wir denn dahin? Das war ja noch nie da, was sollen denn die Nachbarn denken? Indianer kennen keinen Schmerz, lern was Gescheites. Arbeit auf der Bank.
Das sind alles Menschen, die sich verloren, die sich vergessen haben, die wissen das aber nicht. Jetzt kommt einer meiner nächsten coolen Sprüche, der eine oder andere lacht. Ich kann Stevie Wonder nicht die Farbe Rot erklären. Er freut sich vielleicht, aber der weiß nicht, was das ist. Anderes Beispiel. Ich arbeite sehr gerne mit Metaphern. Die Leute, die mit mir eng zusammenarbeiten, wissen das. Wer mit dem Gesicht in die Vergangenheit schaut, guckt mit dem Arsch in die Zukunft. Ihr könnt euch das so vorstellen, bei mir war das so, wir haben ja mehrere Körper, auch wenn es die Leute nicht verstehen. Die äußerste Schicht ist die Aura. Ihr spürt quasi bei einem Mensch, da ist Gift, der ist witzig, der hat was, führt was Böses im Schilde, das ist meine Oma. Nur durch die Aura. Die Aura ist die äußerste Schicht, alles, was falsch gemanagt wurde, kommt vom Innen so ins Außen. Spiritualität. Wir haben darüber noch andere Körper, das heißt, zum Beispiel der Mentalkörper, da ist eure physische Struktur hinten dran. Durch Prägungen, Kirche, Staat, Freunde, Verwandte, Bekannte, Umwelt, Umfeld führt ihr etwas aus, egal ob es Sinn macht oder nicht. Bestes Beispiel. Oder führende Experten haben gesagt, wir sollen das machen. Bei mir war das so, durch den physischen Körper habe ich diese Veränderung geschafft. Der Mentalkörper, du kannst da das schnell ändern. Das Sven ist ein Spasti. Das Sven ist mein Held. So könnt ihr das wechseln. Im physischen Körper ist das schwerer, aber es ist nachhaltiger. Yoga, Kältetraining, Meditation, Sport, die Bildung, haben wir beides miteinander vereint, haben mir das Leben gerettet. Wenn du depressiv bist, ich hatte Traumafolgestörung, ich hatte eine Dystämie, also länger als 4 Jahre durch den ganzen Mist, haben sie gemeint, was soll ich nehmen? Medikamente, ich habe gesagt. Warum? Das hätte meine Hirnchemie verändert, das macht mich anteilnahmslos, es macht einen träge, man quillt auf, ist in alle Schichten sind im Eimer. Es dauert Jahre, um die neuronalen Netzwerke wieder herzustellen, wenn es überhaupt noch klappt. Die Pharmaindustrie ist nicht dein Helfer. Die wollen, dass du krank bleibst, damit verdienen sie Geld, genauso wie die Tabaklobby oder die Waffenkammer. Bin ich auch ehrlich zu euch. Indem ich diese Energie verschiebe in den Körper, indem ich mich aktiviere, dadurch werden die Menschen aus der Depression rausgeschoben. Das heißt, nicht Sport, sondern die Verlagerung der Energie hat mir das Leben gerettet. Ich drehe den Fuß einen Zentimeter weiter rüber. Ich ändere den Winkel. Oh, auf einmal Muskeln im Knie, die kenne ich gar nicht mehr. Die Komfortzone sagt, es ist Montag, ich wollte eigentlich um 9 Uhr trainieren. Nee, ich gucke noch ein YouTube-Video. Ich müsste jetzt rausgehen, joggen, weil ich bin hier voll speckig geworden. Aber ich lege lieber Wäsche zusammen. Das sind Ersatzhandlungen, die aus der Komfortzone kommen. Der Verstand sagt dir, mach das nicht. Guck das Video an, vor in die Nase, leg dich auf die Couch. Die Intuition sagt, wenn du so weiter machst, stirbst du. Und deswegen habe ich das Ganze dann verschoben zum Thema. Früher beschützte ich die Grenzen, heute verschiebe ich sie. Das heißt, man lernt niemals aus. Key Takeaway, wer meint, er wäre fertig, er ist tot. Viele Menschen, die werden 80 Jahre alt, die sind aber innerlich schon tot, die existieren vor sich hin. Du kommst als Original auf die Welt, viele sterben als Kopie. Seht ihr auch da draußen. Warum? Ihr wollt euch ungehindert selbst ausdrücken, tanzen, was weiß ich, nackig durch den Garten laufen, Angst vor Konsequenzen. Das sind alles äußere Autoritäten. Der Ernst des Lebens beginnt nur, wenn du ihn zulässt. Ich hatte diese extremen Verhaftungen mit dabei, bei den anderen Geschichten, bei meiner Beschäftigung, die ich früher gemacht habe, weil ich dachte, es ist so. Und dann habe ich das halt eben geändert, weil die letzten 3 Jahre waren ein IQ-Test. Ich wurde vom Lehrer zum Trainer der Luftsicherheit, war ich damals der Erste in Europa, rüber zum Blockchain-Coach. Und indem man diese Dinge einfach erkennt, haben wir uns hier zusammengefunden, auch sorry, dass die Folie da fehlerhaft ist. Wir bringen Körper, Geist, Seele und Portemonnaie in Einklang. Und da seht ihr mich, auch sorry, wie gesagt, weil die Präsentation hier hängt, ich kann es leider immer noch nicht ändern. Da sitzt das Sven im Winter bei minus 14 Grad im Wildpark, wie Benjamin Blümchen auf der Wiese. Ich bin aber kein großer Grauerberg, sondern ich habe die Feldjacke von meinem Opa an aus den 60ern. Und ich genieße, ich bin im Moment. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Gerne könnt ihr das auch mal googeln. Ihr könnt auch gerne davon einen Screenshot machen oder vergrößern. Wie gesagt, ich kann euch auch die Folien durchschicken, wenn ihr das möchtet, weil hier kann ich es gerade jetzt nicht größer ziehen. Verhaftungen, Glaubenssätze und Emotionen. Was haben wir denn für ein Problem? Gerne erklärt ich euch das auch bei meinem
zweiten angehefteten Beitrag auf Instagram, instagram.com/SvenHumm. Wenn ihr da Bock drauf habt, sagt auch nochmal Bescheid, schickt euch Infos zu. Wir haben hier die sogenannte Hawkins-Skala, die wirkt aber nicht nur auf der mentalen, also auf der psychischen Ebene, die wirkt sogar im Feinstoffwechsel. Gehe ich jetzt nur oberflächlich drauf ein. Feinstoffwechsel, ihr müsst euch so vorstellen, euer Körper braucht gewisse Stoffe, Aminosäuren, Vitamine, Moleküle, um dadurch eben dann Hormone herzustellen. Und aus diesen Hormonen raus entsteht dann alles Weitere. Wenn da eine Disbalance schon am Anfang drin ist in eurem Fundament, kann ich machen, was ich will. Wenn ich einen Stuhl mit einem Bein hinstelle, fällt er um. Wenn ich keinen Plan habe, wie ich ein Haus baue, stelle es auf den Kopf, bleibt es nicht stehen. Wenn ich einen Keller vergesse, oh, das ist jetzt aber blöd, was machen wir denn jetzt? Ihr braucht, aufgepasst, 36.000 Mikronährstoffe am Tag, um es Minimum abzudecken, um gesund zu bleiben. Das gesamte Ernährungssystem ist so drauf abgestimmt, die Leute haben keine Zeit, man vergisst was, dass ihr Großteil nur 6.000 von diesen Mikronährstoffen aufnimmt. Das heißt, auch im Feinstoffwechsel seid ihr kontrahiert. Ihr seid hier unten. Ihr nehmt ein Sechstel von dem auf, was ihr mindestens braucht. Die 36.000 ist eigentlich das Minimum. Ihr habt ein Sechstel, 6.000 Mikronährstoffe. Was passiert alleine dadurch? Mentale Krankheiten. Das heißt, es fängt an, einmal psychisch, dann wird es physisch. Wir haben psychosomatisch und wenn ihr es übertreibt, geht es ins Krankenhaus. Brand, Autounfall, Knochenbrüche, es wird chronisch. Letzte Stufe sind sieben Stufen im Universum, sind immer sieben. Friedhof. Hier geht es aber um das Thema eben, wir haben eine gewisse Kette in euch drin. Wir haben als allererstes den Gedanken. Das heißt, es kommt euch irgendwas hoch, ein Gedanke. Nach diesem Gedanke kommt die Energie. Ich erkläre es gleich nochmal. Nachdem die Energie da ist, dann kommt die Emotion. Emotion steckt schon drin. Motion ist die Motion, Bewegung. Deswegen kommt danach die Handlung. Gedanke, Energie, Emotion, Handlung. Das ist so das Grundprinzip. Man kann da auch ein bisschen dran tricksen und schrauben. Solche Sachen lernen wir dann auch hier in der Zeit, einfach um mich weiter voranzubringen. Und ihr könnt euch so vorstellen, ihr habt Gedanken. Zum Beispiel, ich mache jetzt Sport. In euch kommt die Energie hoch, Vitalität, fit, Lebensqualität, geil. Die Emotion sagt mir, Gesundheit. Jetzt stehe ich auf, die Handlung, ich fahre ins Fitnessstudio. Gedanke, Energie, Emotion, Handlung. Bei dem, was wir machen in unserem Tagesgeschäft, bei Krypto, bei Trading, Instagram, Tagesablauf, egal was es ist, müssen wir zuerst Angst und Gier auflösen. Wir gehen hier nochmal in die Hawkins-Skala mit rein. Wie gesagt, nochmal sorry, dass ich das hier nicht vergrößern kann. Der hat sich komplett gerade aufgehängt. Wir haben in der untersten Sache, die unterste Stufe, die unterste Schwingung, da haben wir so Sachen wie Wut oder Schande. Schäm dich, haben sie gesagt, die Kirche. Weil man selber sein will. Wir haben unten drunter die Schuld. Wir haben das gesehen in den letzten 2, 3 Jahren. Wenn du das und das nicht machst, dann XY. Die Oma, die Mutter, die Kirche, die Schule und natürlich auch die Regierung, weil ihr habt ja auch das mitbekommen, die Art und Weise, wie Sprache definiert ist. Definition, finis, das Ende. Früher war es ein Sommer. Heute machst du die Nachrichten an, du sollst dich nach etwas richten. Terrorsommer, die ganze Karte ist dunkelrot und schwarz gefärbt. Das heißt, aufpassen im Sommer. Ich muss mich eincremen, damit die anderen keinen Sonnenbrand bekommen. Der saß, ich sehe es. Oben drüber haben wir die Apathie und die Trauer, die Furcht. Wir sind immer noch im Thema Kontraktion. Es ist immer noch was zusammengezogen. Es gehört im Leben aber beides dazu. Es ist mehr als Dualität. Es ist mehr als an und aus, es ist mehr als hell und dunkel, es ist alles gleichzeitig. Ich kann meine Hand so, so, so und so anschauen, mit X-Ray gucke ich rein. In Deutschland ist es hell, in Australien ist es Nacht. Es ist beides gleichzeitig. Es ist durch Raum und Zeit getrennt. Die Information ist hinter Raum und Zeit. Wir gehen jetzt in solche Sachen rein, eben wie Zorn, wie Stolz, wie Mut. Wir kommen hier in einen neutralen Sektor. Wir sind noch kontrahiert und danach wird es ausgedehnt.
Ihr macht all das, einatmen, ausatmen, zuziehen, aufmachen. Die meisten Menschen verlernen das. Das heißt, ihnen ist jetzt sowas hier verwehrt, wie zum Beispiel Neutralität, Gutwilligkeit, Akzeptanz. Bei Akzeptanz muss man auch wieder schauen, die Dinge sehen, wie sie sind, ist was anderes wie, ah ja, dann ist es halt so. Das ist Anteilnahmslosigkeit. Wenn ich sehe, da draußen stimmt etwas nicht, Handlung, Erfahrung initiieren. Ihr kommt dann in das Thema Vernunft, Liebe, ihr empfindet Freude, es geht in Richtung Frieden. Und wenn ihr das dann macht, Erleuchtung, egal ob das die Biochemie ist, ob es die Hawkins-Skala ist, ob es das Chakrensystem ist, ihr erhöht die Frequenz, ihr dreht die Watt auf, die Birne leuchtet heller. Das ist eure Entscheidung. Und wir können das Ganze schaffen, einfach initiieren kann ich nicht anleiten. Ich könnte jetzt hier ein Telefonbuch dick schreiben, wie man ein Business startet. Am wichtigsten ist, man legt los. Planlos geht der Plan los. Lieber unperfekt starten als perfekt warten. Erik wird es bestätigen, der ist ja auch gerade hier im Call mit dabei, wie ich mich am Anfang angestellt habe. Es ist ein Perfektionsanspruch und dadurch verliert man viel Zeit und Energie. Das heißt, wir müssen lösungs- und praxisorientiert arbeiten. Wir haben das große Ganze am Schluss stehen. Zwischendrin muss ich flexibel sein. Da ist ein Berg, der ist 16% an Steigung. Wenn ich ein paar Meter außen rum gehe, ist es nicht so anstrengend. Die meisten Leute stehen aber vor den Bergen, erzählen, wie schön es ist, obwohl sie nicht oben waren. Das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt einfach hier, dass wir uns selber ausdehnen. Das ganze Leben ist Ausdehnung, anstatt sich zusammenzuziehen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ihr kennt es ja zum Thema Hawkins-Skala. Das Thema Wut. Der Chef, der da steht, du sollst und bis heute Abend muss es fertig sein und jetzt haben wir Freitag 16 Uhr, eigentlich hättest du Feierabend, er schmeißt dir 10 Ordner hin, bitteschön und morgen kommst du auch nochmal. Ja, okay, und du merkst, du unterdrückst was. Oder wie sieht's denn aus? Hau doch mal eine 5 in den Chat mit rein. Du bist untätig und fühlst dich danach schuldig oder voller Reue. Danke für die Ehrlichkeit. Ihr habt euch was vorgenommen, ihr macht es nicht. Und dadurch kommt Wut auf einen selber, es kommt Reue, man fühlt sich schuldig. Ihr kennt aber auch das andere Thema, trotz, jetzt erst recht. Mein ganzes Leben lang haben Leute mich unterschätzt. Am Anfang war ich so wütend und sauer, der kleine Krebs. Wie kann sowas denn sein? Ich kann doch das und das und das. Ich habe mir einen Spaß daraus gemacht. Im Arbeitsrecht, Katastrophenfall, im Business, in der Partnerschaft, im Zwischenmenschlichen, egal was. Einige Leute von euch haben das ja schon gesehen, wie man da Sachen verschieben kann, wenn man in diese jetzt erst recht Sache reinkommt. Jetzt erst recht leg ich es los. Ich zeige es allen. Das haben viele Leute am Anfang, die starten volle Kanne. Ich habe es ja vorhin erklärt zum Thema, was ist der Unterschied zwischen Motivation und Disziplin. Und jetzt gehen wir quasi von unten nach oben. Wir haben am Anfang Fehler gemacht. Das ist okay. In der Schule kriegst du beigebracht, Fehler sind schlecht. Es wird rot angestrichen. Nein, macht viele Fehler. Warum? Ihr kommt in die lebendige Erfahrung. Ihr wisst, wie das ist. Beispiel Krypto. Jeder von den Nachbarn hat euch geraten, macht es nicht. Es geht garantiert schief. Der Achim, den ich kenne, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte, der hat 50.000 Dollar verbrannt, weil ihr hättet jetzt sagen können, macht Sinn oder ihr macht was anderes. Anderes Beispiel, werdet ihr wieder lachen, weil meine Beispiele so blöd sind. Mit Einbezug ist Leadership. Dadurch wird man flexibler, Sarkasmus entsteht, Selbstausdruck. Wie war denn das früher gewesen, als ihr klein wart, mit dem Laufen lernen? Schreibt doch mal rein, seid ihr nach dem ersten Mal sitzen geblieben, habt gesagt, Mama, bring mir einen Rollstuhl oder habt ihr gesagt, ich will's wissen? Gerne mal eine Eins, wenn ihr gesagt habt, ich will's wissen, ich lerne laufen. Alle, die einen Rollstuhl haben, wollten eine Zwei. Ich sehe es, wie ihr grinst. Ihr werdet merken, nach dem Call, auch wenn es viel ist, es hat euch erstmal erschlagen, eine Energiewelle ist da. Wenn ihr das mit dem Körper wahrnehmt, anstatt mit dem Kopf, ihr seid 3 Jahre jünger, obwohl wir eine Stunde gequatscht haben. Ihr habt nicht mal was gesagt. Gleich dann aber. Anderes Beispiel. Jetzt haben wir das Thema Laufen lernen. Schreiben. Könnt sich überlegen, schreiben oder Fahrrad fahren. Du guckst das Fahrrad an als Kind, auf einmal fährst du. Nein, du setzt dich drauf, du probierst aus, es klappt. Lebendige Erfahrung.
vom 10-Meter-Turm springen, in die Disco gehen, tanzen lernen, das andere Geschlecht kennenlernen, Auto fahren. Ich habe gehört, da sterben Menschen. Das machen wir nicht. Du hast es getan. Du kannst dich beim Auto aufs Dach draufsetzen und sagen, warum fährt das Ding nicht und fluchst nicht? Du musst reingehen und es ausprobieren. Damit klappt's. Das heißt, jetzt haben auch die Ausbilder, die Vertriebler hier den Hintergrund, einen Schlüssel bekommen. Wie könnt ihr diese Menschen knacken, die sagen, Krypto ist mir zu gefährlich? Aha, okay, das heißt, du hast die Dringlichkeit noch nicht verstanden. Dein Warten ist sehr gefährlich, dadurch wird der Schaden noch größer. Oder Leute sagen, Krypto ist zu volatil. Ich frage die Leute immer, gehst du tanken? Das sagt er ja natürlich. Ah, okay, du dürftest ja dann nicht tanken gehen, weil es schwankt ja auch. Brücken bauen mit Einbezug, Steigerung, Vergleiche. Und so gehen wir von unten nach oben. Eine Identifikation nach der anderen. Identifikation ist eine Verhaftung, eine Verstrickung, fällt. Schubladen werden abgelegt. Vater, Schalke, Chemiker, Bayer, Moslem, Südafrikaner. Was dabei aber wichtig ist, nicht zu werten und in den Perspektivwechsel zu gehen. Wie ich es vorhin gesagt habe, Stevie Wonder die Farbe Rot erklären. Ich könnte jetzt da rumgehen und könnte sagen, alle Scheiße voll der Menschenhass und was weiß ich was. Nein. Ich wähle in dem Moment im Coaching oder egal wo das ist, in den Lives die Energie an, die da ist. Vorhin war eine große Konfusion, es war eine gewisse Trauer im Raum, jetzt ist auf einmal Freude. Wir haben hier keine Gospel gemacht, sondern ich erzähle euch irgendeinen vom Pferd. Perspektivwechsel ausprobieren, das heißt, wir haben eine Gemütslage, die steht sogar noch hier oben drüber, die ist sogar höher als die Liebe, weil die Liebe kann auch verstricken. In der Liebe kann es Manipulation geben, es kann Hinterhältigkeit geben, es kann Verrat geben. Über der Liebe, über der Erleuchtung drüber steht das Mitgefühl. Jesus Christus, der hat auch rausgehend diese Zöllner und diese, wie hießen die Aramäer, das sind alles Wichser und die Römer, ich krieg so einen Hals, mir platzt gleich der Heiligenschein. Nee, der ist reingegangen und hat gesagt, ich halte meine Wange hin und hau so lange drauf, bis dir die Scheißhand abfällt. Ich bin ein radikaler Buddhist, nennt es wie ihr wollt. Indem ihr das versteht, dass die anderen noch nicht da sind, wo ihr seid, schafft ihr einen mit Einbezug. Der Anfängergeist. Ich kann auch nicht im Yoga zu einem sagen, der heute anfängt, wieso stellst du dich so an? Ich habe das 3 Jahre lang vielleicht gemacht. Ich komme da runter, ich habe eine fortgeschrittene Pose. Ich sage, cool, dass du hier bist. Wie kann ich dich denn unterstützen? Liebe, Mitgefühl, Distanz. Leute, die bei mir neu starten, nehme ich an die Hand. Ich gebe ihnen alle Tools. Ich gehe danach ins Mitgefühl, wenn er sich nicht mehr meldet. Hey, alles in Ordnung bei dir? Was können wir denn tun, um das und das besser zu machen? Wie sieht es denn in dir drin aus? Und danach, der meldet sich nicht, er disrespektiert mich, er weiß es besser, Distanz. Das mache ich nicht mit Absicht oder aus dem FF, sondern das ist echt. Und indem ihr den Menschen, die da so giftig sind, die Energie entzieht, die Aufmerksamkeit entzieht, kommen sie alle wieder, weil das ist das, was die Menschen heute wollen, ist Geltungssucht. Und das könnt ihr euch überall vorstellen, das könnt ihr überall anwenden. Das heißt, stellt euch jetzt mal vor, wir fangen hier unten an. Ihr geht aus diesem Punkt raus, ihr macht für euch heute mal so eine Inspektion in euch drin, eine Bestandsaufnahme. Wo steht ihr in etwa? Und jetzt stellt euch mal vor, wir steigern das Ganze, wir drehen die Watt auf, die Glühbirne wird immer heller. Und beim Thema Partnerschaft, beim Thema Business, beim Thema zwischenmenschliche Beziehung, egal wo, fühlt euch mal rein, wie das wäre, wenn alles kein Problem mehr wäre. Schreibt mal in den Chat, was kommt denn da so in euch hoch? Was fühlt ihr denn, wenn ihr sagt, alles ist kein Problem mehr? Alles ist effortless. Es klappt wie am Schnürchen. Dankeschön dafür. Gehe ich gleich alles drauf ein. Sehr nice, dass ihr euch da so beteiligt. Und es hat mir halt auch sehr geholfen. Es hat mir geholfen, weil durch diese Routinen, ich hatte ja vorhin das Beispiel mit dem Mönch genannt, ich nehme ein Stück von der Freiheit weg, um Freiheit zu erlangen. Kurzfristig durch den Schmerz, langfristig frei, anstatt kurzfristige Vergünstigung, McDonald's und langfristig leiden. Gesundheit, Körper, alles. Routinen sind hier tatsächlich ein Schlüssel. Oder wie ich es vorhin auch gesagt habe, einige von euch,
alle, die hier sind, ihr habt ja schon investiert. Das heißt, nutzt diese Tools, nutzt diese Möglichkeit, anstatt Fitnessstudio-Karte gekauft. Wo ist denn die eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Seit 3 Jahren buchen sie das ab, aber habe ich eigentlich überhaupt noch die Schuhe mit dabei und die Sachen habe ich seit 3 Jahren nicht mehr gewaschen. Ihr kennt es. Jetzt gehen wir aber, bevor wir auf diese Folie eingehen, nochmal in den Chat mit rein. So, fangen wir mal ganz oben an. Ah, darf ich eine Weile hier durchscrollen, nicht wundern. So. Ah, siehst du, hier kommt schon die erste Erkenntnis. Verdammt, ja, hatte man vorhin gehabt. Wir hatten es ja hier gehabt, wo ich so ein bisschen interaktiv reingesetzt habe. Was haltet ihr davon? Ich sehe hier überall die Realisierung. Nach der Erschwernis kommt die Erleichterung, steht im Koran. True Story, meinte Sascha an der Stelle. Und die Monika sagt zum Thema C-Wort, was wir vorhin hatten, was für ein großes Glück, dass wir in Ägypten nur begrenzt in Gebäuden das Ganze tun mussten. Ist witzig. Ich war gestern in einem Wildpark gewesen. Das ist wie so eine Reminiszenz, wie aus so einem Zombie-Apokalypse-Film. Du gehst da aufs Klo und da kleben auf dem Boden noch überall diese roten Streifen, bitte 1,5 Meter und das und das. Schon witzig, wie die Zeiten sich ändern. Ihr könnt dabei mitmachen, ihr werdet flexibel, ihr verlasst eine Dynamik oder ihr bleibt halt eben da dran, ihr seid ewig im Gestern. CSU, Kirche, die Oma, was weiß ich was. Ihr wolltet nie wie euer Vater werden, wenn ihr so weitermacht, seid ihr es. Warum sage ich das? Entschuldigt, ich habe es ausprobiert. David schreibt noch mit rein, Gänsehautmoment. Sascha schreibt rein, was ich vorhin gesagt hatte, die Hohlschuld. Einer schlägt mir hier vor, ich soll mir ein Mac kaufen. Wahre Worte, wunderbar. Jetzt erst recht, sagte David, auch der gibt hier mega Gas, baut für Menschen schon einiges auf, kann hier die Resultate mit seinem Team auch erzielen. Da bin ich stolz auf ihn. Er hätte zwischendrin sagen können, er lässt sein, er schmeißt hin. Nein, er streckt sich immer weiter. Es ist wie die Raupe, die sagt, okay, in den Kokon, raus kommt ein Schmetterling. Die meisten Allmanns, die sind aber so, hier brennt's, ich bin der Feuerwehrmann. Und dann sagen die, Moment, ich weiß noch nicht, wer hat denn das Feuer gelegt? War das Brandbeschleuniger? Waren das die Echsenmenschen? Ist der Wladimir Palutin dran schuld oder war es der Erdogan? Ist er raus, es brennt. Ja, aber warte mal, ich muss mal gucken, wie heiß das ist. Ihr seid anders, ihr seid Vorbilder, ihr seid Pioniere, für euch selber auch vor allem. Zum Thema, was ich eben gefragt habe, wie fühlt sich das an, wenn es kein Problem mehr wäre? David schreibt eine Erleichterung. Sigrid sagt super, Leichtigkeit kommt vom Oliver, Ruhe wird hier geschrieben, Frieden, das habt ihr auch gesehen in der Skala, Freiheit, das heißt, ihr könnt wieder besser atmen. Und ihr seht, wie ich es vorhin erzählt habe, Manifestation überall im Körper, wenn ihr etwas unterdrückt, hängende Schultern, der gerundete Rücken, der Blähbauch. Warum? Ihr seid, es stößt euch etwas sauer auf, ihr schluckt es wieder runter. Das ist ein Thema. Chef, Freundin, was weiß ich was, anstatt es auszusprechen. Bei den Frauen deswegen, das Kehlchakra ist blockiert. Scham, Schuld, Selbstausdruck, Macht. Am Anfang war das Wort. Es wird gegen dich oder für dich benutzt. Ich kann es als Waffe oder als Werkzeug nutzen. Gilt für Krypto, gilt fürs Metaverse, gilt für Sprache, gilt für alles. Das heißt, Barbara hat hier was Witziges geschrieben. Was wäre, wenn es kein Problem mehr wäre? Ihre Antwort war, wird irgendwann langweilig, für einen Moment schön. Barbara ist Zwilling, die hat Angst vor der Tiefe. Zack, 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 wieder Roadrunner. Das ist geil. Das aufzulösen, kannst du sagen, schnell Ja sagen, schnell Nein sagen. Das ist auch wie bei mir. Zwischendrin wirkt es irrational und wirr. Ich weiß, was am Anfang ist. Ich weiß, was am Ende ist. Zwischendrin Baustelle auf der Straße. Ich muss außen rumfahren. Okay. Dadurch bin ich flexibel, dadurch sieht es von außen verrückt aus. Ich wähle nach gewisser Lage, wie die Sterne stehen, mein Marketing aus. Ich gehe auf euch ein. Ich könnte jetzt auch sagen, wir haben hier ein Schema F wie in der Kirche. Ich mache das so und so und so. Ich gehe an euch ran und gehe auf euch ein. So, dann auch erstmal Dankeschön, Monika, an der Stelle. Da drücke ich dir auch die Daumen. Schön, dass du sagst, es gefällt dir gut und etwas arbeiten, dann arbeite etwas, arbeite smart und nicht hart. Und du wirst sehen, wenn du hier auf die Ratschläge auch von deinem Ansprechpartner hörst, in 1,5, 2 Jahren, du schaust dann noch entspannter aus.
Jemand fragt hier noch zum Thema Astrologie, Dynamiken. Darum soll es heute nicht gehen, sondern die innere Arbeit in euch. Ich habe da keine Liste. Zum Thema Skorpion könnte ich 14 Tage quatschen ohne Mist. Was ich da mache, ist rumturnen, schreibt sie so schön. Ich biete halt eben noch Leuten auch ein Coaching an. Das ist aber außerhalb, wie wir es vorhin geschrieben haben, Körper, Geist, Seele, Portemonnaie. Zuerst sichern wir den Überlebensprozess ab. Wenn das bei den Menschen dann wertgestellt ist, dann gehen wir in das andere Thema mit rein. Du brauchst erstmal Geld. Und da bin ich auch ehrlich zu euch, es ist nicht das Ziel, aber das Werkzeug zum Ziel. Ich habe noch keinen gesehen, der im Supermarkt auf einmal an der Kasse singt und die alle sagen, Hurra, jetzt kannst du gratis einkaufen. Ich habe noch keinen gesehen, der hat gesagt, hier, Vermieterin, ich habe ein Bild für dich gemalt. Und die sagt, ja, stimmt, passt. Dieses Jahr wohnst du gratis, musst du alles bezahlen. Das heißt, erstmal verdienen wir Asche. Damit schaffen wir uns Freiräume, Freiheiten, Lebensqualität, bessere Ernährung, Urlaub, mehr Zeit für die Kinder, raus aus Deutschland, im Gesicht tätowieren, Jazz in Chicago studieren, egal was ihr wollt. Und dann können wir da reingehen. Wir haben nicht mehr ganz so viel, ich will euch da nicht quälen, sondern ich will euch voranbringen. Welche Verhaftungen und Glaubenssätze kennst du? Wir hatten ja vorhin schon mal ein paar. Ihr könnt euch auch jetzt gerne übrigens, ich gucke mal, ob es geht. Könnte ich jetzt auch gerne laut machen und könnt mit mir hier ins Gespräch gehen. Ist kein Problem. Traut euch, da verschieben wir schon mal die ersten Grenzen. Ich glaube, der Klassiker, ich fange mal an, ja. Ja, klar, grüß dich. Ja, das schaffe ich nicht. Ich denke mal, den kennen viele, den Glaubenssatz, ne? Genau. Und was können wir tun, um diesen Glaubenssatz umzudrehen? Weil die meisten Leute gehen in eine Passivität, die werden gehen ins Selbstmitleid und was weiß ich was, manipulieren. Wie können wir diesen Glaubenssatz umdrehen? Ja, ich probiere es einfach, ne? Ich lege los, wie du es vorhin gesagt hast, ne? Vielleicht auch in die falsche Richtung erstmal, aber ich bewege mich zumindest. Richtig, also einfach machen. Das heißt, wenn du sagst, das schaffe ich sowieso nicht, was, wenn ich es schaffe? Zum Beispiel. Wer von euch kennt noch so ein paar Verhaftungen, Glaubenssätze, Gemütslagen oder auch Emotionen, die so recht bekannt sind, die bei uns so eingebrannt sind? Na, alle schüchtern. Keine Zeit, sagt einer. Okay. Kannst du dich mal kurz laut schalten, Kamera an, dann machen wir den Spaß auch mal. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, grüß dich. Okay, Sascha, du hast ja jetzt gerade eben gesagt, du hast keine Zeit. Wenn du keine Zeit hast, dann wäre es doch an der höchsten Zeit, dass du Zeit hast, oder? Selbstverständlich. Ah, okay, Glaubenssatz aufgelöst. Zack, Sascha grinnt. Und so könnt ihr das überall machen, das heißt spielerisch, nicht mit dieser, wie die Eltern, wenn du das nicht machst, dann sowieso, sondern Sarkasmus, Spaß. Dann, Barbara, du hast gerade noch geschrieben, hilf mir, ich habe so einen Respekt davor, Angst. War das zu dem Thema Coaching oder ist es einer der Glaubenssätze? Mach mich mal laut. Ist so ein Glaubenssatz, den ich öfter mal höre oder selber schon mal drüber gestolpert bin. Weil die wenigsten Menschen holen sich ja eben dann die Hilfe. Das ist ja auch, sitzt sehr tief drin. Ich kann das alleine. Ich weiß, wie das geht. Ich lass mal lieber gut sein, was weiß ich was. Dass Menschen sich öffnen, offenbaren und Hilfe haben wollen, ist schon mal ein guter Schritt. Wenn jemand Respekt davor hat, ist es besser als Angst. Die Angst ist nicht real, die Gefahr ist es. Auch auf das Thema können wir da in den nächsten Calls nochmal eingehen. Schreibt es mal mit. Das heißt, was ihr halt eben dann übernehmen könnt als Pioniere, als Vorbilder, alleine für euch schon mal. Ihr verändert die innere Arbeit in euch und das fängt im Innen an und spiegelt sich im Außen wieder. Das ist positives Manifestieren. Wenn ich sage, ich kann das nicht, sagt das Universum, du hast bestellt, hier hast du es. Das wertet nicht. Und so könnt ihr auch dann jedes Mal wieder Grenzen verschieben. Könnt da weitergehen, ihr könnt euch eure Selbstermächtigung zurückholen. Nehmen wir nochmal einen mit dran. Hat jemand von euch, nochmal als Abschluss, nochmal eine Verhaftung, nochmal irgendwie einen Glaubenssatz, den ihr zum Beispiel antrainiert bekommen habt, in der Jugend, in der Kindheit. Da kommt schon einer mit dazu.
Dankeschön. Ich kann kein Pilot, Millionär etc. werden. Kannst dich gerne mal laut schalten und dann probieren wir auch das mal aus. Ja, das ist halt so ein Ding. Ich bin frisch Papa geworden und dann beschäftigt man sich halt so mit dem Thema Kinder, ne? Und da wird ja immer gefragt, bei Kindern beispielsweise, was willst du mal werden? Ne? Was impliziert das in den Menschen? Du bist noch nichts. Ne? Du musst erst zu irgendwas werden. Und das ist halt so die Sprache, wie halt die Glaubenssätze halt auch eingebrannt werden. Ne? Du bist nicht genug, du reichst nicht aus, du wirst klein gehalten, du bist niedergedrückt. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, weil du kannst kein Porsche-Fahrer werden, aber du kannst da ja jetzt einer sein. Du musst doch erstmal das sein, was du anziehen willst. So sehe ich das Ganze. Dankeschön. Super. Also auch mega von dir erklärt. Zum Thema Manifestieren habe ich auch mal aufgeschrieben. Wir machen ja hier eine Call-Reihe von allen Speakern. Und da können wir auch mal das Thema eingehen. Wie könnt ihr eben das erhöhen? Weil du solltest keinen Druck aufbauen, sondern einen Sog erzeugen. Wie du es gesagt hast, magnetisch. Bei der Spielzeugeisenbahn früher, wenn du die Pole verkehrt rumstellst, stoßen sie sich ab. Oder wenn die Menschen in die Negativität reingehen, Minus und Minus ergibt Plus. Das heißt, wir stellen den Fuß voll aufs Gaspedal, weil sie sich ein Problem anschauen, anstatt es in eine Lösung umwandeln. Und das, was du gesagt hast, man kann kein Pilot werden, das ist immer diese, ich sage jetzt mal, negative Sprache. Ihr kennt es auch, ihr geht in den Park, da steht da, den Rasen nicht betreten. Wie wäre es denn, wenn einer schreiben würde, bitte auf den Wegen gehen? Das impliziert dasselbe, aber die Sprache macht einen Unterschied. Auch erstmal Dankeschön hier an die Props von euch allen. Auch schön, dass der Raum so voll war. Die meisten anderen müssen dann weiter. Vielleicht gehen sie in die Kirche. Das glaube ich nicht. Danke dir für den Miteinbezug. Und ich finde es auch klasse, dass du halt eben dich jetzt hier direkt geöffnet hast. Du zeigst dich, sagst, ich bin frisch Papa geworden. Das heißt, du hast erkannt, dein Wieso, dein Weshalb, dein Warum. Auch dazu werden wir demnächst mal uns Zeit nehmen, egal ob es für die zukünftigen Leader sind, die wir ausbilden. Oder auch hier in der Call-Serie. Und da haben wir dann ab dem zweiten Call, wie gesagt, von jedem Speaker, ab dem Pro-Member den Zugang. Mir geht es darum, dass Geld irgendwann keine Rolle mehr spielt. Nicht, weil es unwichtig ist, sondern du kannst sagen, okay, wird bezahlt. Ich gebe euch zum Abschied nochmal ein schönes Beispiel, eine schöne Metapher. Der Freddy ist faul. Jetzt, wer von euch sagt, was, der Freddy ist faul, haut doch mal eine 5 in den Chat. Der Freddy und faul? Okay, ich sehe hier, jawohl, da kommen auch gerade für die Aufzeichnung, jetzt sind wir bei 7 Nachrichten schon, die Leute sind entsetzt. Wie kann ich sowas behaupten? Freddy und faul? Der Freddy ist faul. Warum? Freddy hat keinen Bock, jeden Tag selber zu kochen. Was macht er? Er verdient so viel Geld, dass er jemanden einstellt, der für ihn kocht. Der Freddy ist faul. Wäsche zusammenlegen, kochen, das geht ja gar nicht. Ich habe keinen Bock drauf. Er verdient so viel Geld, dass da jemand kommt, bitte schön Laundry Service. Oder eine Haushälterin oder wie auch immer ihr das nennt. Das ist der Unterschied, weil wir es ja hatten vom Thema, wie etwas konditioniert ist. Wenn du faul bist und hast das Geld nicht, sitzt du da, musst hungern, fährst zu McDonald's, es steht nichts im Kühlschrank mit drin, die Wäsche türmt sich in den Ecken auf, Kraut und Rüben, Chaos. Und das ist der Unterschied. Kennt ihr auch den Cashflow-Quadrant, wo man von diesem Arbeitnehmer zum auf einmal Unternehmer, Investor wird. Und das macht extrem viel aus. Und wie du es gesagt hast, er hat ein funktionierendes System. Genau das ist das. Genau das ist es, wie ein Unternehmer oder ein Investor vorgeht. Wir haben Geld, machen aus Geld noch mehr Geld. Aktiv, passiv, Kursgewinne. Und das ist der Unterschied. Auf der Arbeit selber tauscht ihr eure Zeit gegen Geld um. Das heißt, euer iPhone kostet nicht 1000 Euro, sondern ein Dreiviertelmonat Arbeitskraft. Es ist jedes Mal Physik, die umgewandelt wird. Beim Auto beispielsweise aus Energie, die gestaucht und komprimiert wird, kommt die Entzündung. Auf einmal geht der Pleuel und der Zylinder hin und her durch Hitze. Eine exotherme Reaktion, dehnt sich etwas aus, das Auto bewegt sich. Das ist nicht wie bei den Feuersteins, weil Luft den Auspuff bläst oder weil du mit den nackigen Füßen über den Boden läufst. Sordele. Okay. Dann hier haben wir nochmal die letzte Folie. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr mein Gelaber euch über eine Stunde angehört habt.
Und an dich vor allem ist das größte Dankeschön, dass du dich selbst respektiert und nicht aufgegeben hast. Bist nicht umgefallen und bist im Rollstuhl gesessen. Hast gesagt, weiter, nochmal weiter, nochmal weiter, nochmal weiter. Und das ist der Unterschied von erfolgreichen und erfolglosen Menschen. Und das solltet ihr euch mal hinter die Ohren schreiben. Das heißt, jedes Mal, wenn in euch was hochkommt, das ist so viel, das ist so krass, wie soll ich das meistern? Dann stell dir die Frage anders. Wie meistere ich das? Oder wenn jemand verwirrt ist, ihr unterteilt das. Tagesplan, Wochenplan, Monatsplan, Quartalsplan, Jahresplan, Dreijahresplan. Die Ausbilder kennen das, die vier Puzzlesteine. Da kriegt ihr erst Kotzen, wenn ihr das Wort hört. Warum habe ich das gemacht? Wenn ihr es Kotzen kriegt, habt ihr etwas übertrieben. Ihr müsst etwas loswerden. Ihr scheidet etwas aus. Wenn ihr zu viel sauft, müsst ihr kotzen. Wenn ihr zu viel esst, müsst ihr kotzen. Die meisten Leute sagen aber das falsch. Ich muss auf mein Bauchgefühl hören. Und dann gehen sie wieder in etwas rein. Das Bauchgefühl sagt dir, werde es los, du musst es ausscheiden. Und indem ich mit diesen Sachen hier rumspiele, euch hin und her scheuche, ich bin im Aszendent bin ich Löwe, ich mache mir einen Spaß. Was macht denn die Katze gerne? Die Katze, die sitzt auf der Couch und da steht so eine Flasche. Und die Katze, du schaust dir zu und die macht so. Du denkst dir, wag dich. Und du schaust dir einfach nur zu und die Katze macht den. Fällt runter. Was macht die Katze? Die spielt. Es ist ein Spiel. Nehmt euch nicht so ernst, zieht euch einen Stock aus dem Arsch, wenn ihr Herausforderungen habt. Was ist wichtig? Selbstfürsorge, gut essen, weiß ich nicht, in die Badewanne legen, Kältetraining, Sport, tief atmen, genug trinken, gescheites Essen, raus in die Natur, erden, binaurale Beats hören, sowas. Das ist Selbstfürsorge, dass es euch gut geht, dass ihr für euch selbst da seid. Und nicht, oh, der Chef sagt jetzt oder der Minister will das von mir. Darüber raus haben wir das Thema Education, bildet euch fort. Wenn ihr merkt, heute bist du nicht aufnahmefähig, nimm die Energie, die du hast. Ihr nehmt halt nur 3-Minuten-Videos an dem Tag. Ihr habt die Arbeitsumgebung geschaffen, hier ist Ruhe, mir geht keiner auf den Sack. Okay, Rückzug, 1,5 Stunden schaue ich mir den Leadership Call vom Dan McLaren an, zum Beispiel. Für die Vertriebler ist es so und für die Ausbilder, Content kreieren, hochladen und analysieren. Ihr verschiebt Grenzen. Oliver zum Beispiel, der hat am Anfang das Mikrofon nicht in die Hand genommen, der fängt an und bezieht Leute mit ein, der trifft on point und stellt Missstände klar. Die Leute, die das hören wollen und verstehen, die werden sich ihm anschließen, weil er sagt, ah, hier geht's, da vorne ist nichts, da ist kein böses Monster. Die anderen Leute sagen, aber ich habe so Angst, ich weiß nicht und okay, wir gehen weiter. Und indem wir nicht alle auf den Arm nehmen und durchziehen, durchschleifen, sondern indem wir sagen, wir gehen heute wandern, wer hat Bock drauf? Jo, die gehen alle wandern, die anderen fahren zur Hölle. Ihr selber entscheidet jeden Tag, was macht ihr oder was lasst ihr. Und indem ihr das runterbrecht, Selbstversorge, Chat, nicht Selbstversorge, Content, Education und dann bei den Ausbildern die Chats, ihr verschiebt jedes Mal Grenzen. Es kommt Lebensfreude mit rein. Es wird Kapital aufgebaut, man kann sich mehr Freiräume leisten. Wenn mal was ist heute Nacht, ein Minister sagt wieder was, ich nehme hier ein Ledger, ich nehme Engrave Zero, da steht eine Maschine an einem großen deutschen Flughafen, ich bin raus. Die anderen wieder, oh, ich weiß nicht, ob ich kündigen soll. In dir drin fühlst du schon. Und weil die Leute es nicht machen, schaukelt sich jedes Mal das hoch und der Knoten wird groß wie ein Reihenhaus. Und das erschlägt euch. Finanziell, spirituell, körperlich habt ihr es, im Knie tut's weh, auf einmal spannt er hier der Kiefer an. Das Genick wird steif, weil er ständig nach links und rechts guckt. Die Oma und die Mama. Und oh Gott, wenn das der mitbekommt, weil ihr nicht ehrlich seid. Und ich bin deswegen so transparent. Letztes Jahr habe ich es angezündet. Ich habe alles abgestoßen wie in einem Garten, was da nicht reingehört. Dadurch entsteht Raum, Liebe, Mitgefühl, Distanz. Wachstum entsteht. Und jedes Mal, wenn in euch drin die Stimmung hochkommt, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist gut. Das ist gut. Warum? Die Kinder sind verwirrt. Und weil die Kinder verwirrt sind, haben sie Wachstum. Das heißt, ein Kind braucht für 50 Meter Feldweg eine halbe Stunde. Oh, da ist ja ein Wurm, zack, in den Mund. Oh, das Blatt Papier drehe ich mal um. Das da vorne, was ist denn das? Ein Wauwau. Wir haben für alles wieder ein Wort, wir haben eine Schublade. Das ist ein Hund, das ist ein Stuhl, das ist ein Brot, das ist ein Verstärker, das ist ein Mikrofon. Und dadurch sind wir ignorant und dadurch sind wir träge im Geist, im Körper, überall. Als kleines Kind habe ich mir hier Fuß in den Mund steckt. Und heute, ich sitze jetzt auf dem Stuhl, ah, Krampf. Wird's knapp.
Und das gilt für körperliche Verhaftung, es gilt für mentale Verhaftung. Ich schaue gerade nochmal in den Chat mit rein. Und falls alle Stricke reißen, danke, sehr gerne für die Motivation. Da kommen wir hin, dass die intrinsische Motivation in euch drin passt. Dass ich nicht alle 3 Tage klingeln muss und sage, hier, Batsch, Schelle, weiter geht's. Dass für euch selber klar ist, das machen wir, wie gesagt, noch. Wieso, weshalb, warum? Vom Konsument zum Produzent, David sagt es auch. Und falls da, wie gesagt, alle Stricke reißen, falls ihr wirklich überfordert seid, oh, was war denn das jetzt mit Kaspar Blockchain, eine Quante Kopf? Ihr habt einen Ansprechpartner, auch die Leute, die jetzt frisch gestartet sind, und tretet an die Leute heran. Und dann ist jemand da, der nimmt sich die Zeit, der erklärt euch das. Wir haben alles da, als PDF, als YouTube-Video, im Backoffice, im Trello liegt es da. Wir haben Extra-Calls außer der Reihe gemacht. Ihr könnt euch mit den Leuten zusammensetzen. Wir haben das ja auch letztens gehabt, dass wir gesagt haben, Fast Track, wie die Aktion war. Da haben wir uns hier zu vier, zu fünf in einen Call reingesetzt und der eine hat eine Frage gestellt, wir wurden Add-on gebucht. Beim Thema Leica haben wir gesagt, beim Thema Alpha X, wir haben den CEO hierher geholt, der Freddy hat sich Zeit genommen. Die Leute, die das wollen, kriegen das. Ich habe danach aber auch Chats bekommen, bin ich ehrlich zu euch. Da mache ich das wie der Vater, die Väterlichkeit, damit Einbezug. Ich probiere es vorher. Ich sehe, der Mensch war beim Webinar nicht da. Es hat ihn nicht interessiert. Fußball war wichtiger. Dann muss er selber mal ausprobieren. Nicht, weil ich ein Arschloch bin, sondern dann musst du selber wissen, okay, wenn ich was über die BNB-Chain schicken muss, brauche ich beim Sender und beim Empfänger dieselbe Blockchain. Ich brauche die passende Währung. Die Menge muss stimmen. Die Leute probieren es aus. Wir haben hier einen mit dabei, der ist leider nicht im Call. Der ist schon in einem. Das klingt jetzt auch böse und gemein. Der hat mehr Erfahrung gesammelt als wir, weil er ein paar Jahre hier mehr gedreht hat. Und ich habe den das alles selber machen lassen. Nicht, weil ich gemein bin. Ich habe ihn angeleitet, wie der Papa, setzt sich aufs Fahrrad, da sind die Stützräder. Probier es mal. Der ist ein bisschen wackelig gefahren. Dann haben wir die zwei abgemacht. Ein, zweimal hingefallen. Aua, mein Knie. Nehmen ihn in den Arm. Jawohl, auf einmal fährt er selber Fahrrad. Das Schlimmste, was die anderen Companies da draußen machen, ist, ich sage jetzt extra keinen Namen, sonst wird es wieder gegen mich verwendet, wäre mir aber auch gleich. Die halten dich da fest, die zwingen dich, lass die Stützräder dran. Du bist schon 25, du hast so ein kleines Fahrrad. Oder die legen dir jeden Tag einen Fisch vor die Tür. Abo-Modell. Fisch, Fisch, Fisch. Ich sage, hier ist die Angel. Deswegen bezahlt es bei uns einmal, deswegen machen wir euch selbstständig. Nicht, weil wir kalt und herzlos sind, sondern ihr sollt wissen, was zu tun ist. Wieder das Beispiel, Markus, ich bin beim Event, Leica entsteht, was müssen wir tun? Du weißt, ich sitze im Flugzeug, weil ich gerade auf dem Vulkan rumgetanzt bin, da hast du kein Internet, sonst was. Du weißt, okay, Bitcoin bricht den und den Wert, mein Portfolio hat das Volumen, so und so viel Prozent sollte ich rauslegen in die Stablecoins, weil die in die Sicherheit haben. Wenn ich dann die Party verlasse, lagere ich 80% dezentral, weil das und das und das. Könnt ihr auch, das weiß ich. Wenn ihr neu seid, gerne nochmal einen Call gemacht mit eurem Ansprechpartner. Wenn Dinge verstaubt, angegraut, eingerostet sind, sagt Bescheid dem Ansprechpartner, schaut ins Backoffice mit rein, ihr habt eine Suchfunktion. Und so könnt ihr diese Grenzen verschieben. So kriegt ihr mit, was die Macht der Gedanken ausmacht. Wie ihr selber vom Opfer zum Schöpfer werdet. Das ist fast dasselbe Wort. Oder für die Ausbilder. Dan hat es so schön gesagt, Fehler, ich vertausche ein paar Buchstaben, Helfer. Ist nicht, braucht nicht viel. Genug gequatscht. Hat einer von euch jetzt noch Fragen zum Abschluss? Wahrscheinlich habe ich euch jetzt noch mehr durcheinander geschüttelt, aber ihr werdet sehen, in 3, 4 Tagen kickt es richtig rein. Eine Frage nicht. Ich hätte noch einen coolen Spruch, um die ganze Sache dann abzuschließen. Also, Auto, du hast noch irgendwas hinten dran. Wir geben Zum Thema. dem Skorpion, geben wir mal die Bühne. Es ist gut, dass er es nicht im Geheimen macht. Weil du vorhin über das Thema Geld gesprochen hast, also im Falle von Frederik, weil du sagst, er ist faul. Aber das ist ja auch ein Thema Geldfluss, ne? Also, der holt sich Leute, der ist Problemlöser, holt für seine Probleme wieder einen Problemlöser. Und ich glaube, wie heißt er? Karl Lagerfeld hat mal gesagt, jetzt kann man von dem halten, was man will, aber der hat mal gesagt, du musst das Geld zum Fenster rausschmeißen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Ne? Und das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben, der Spruch, Ja. weil ja viele so noch mit dem Geld, ne? Und soll ich das zum Thema, soll ich investieren oder nicht, ne?
in Genau, Krypto. das ist es. Das heißt, Geld ist ein Strom, es ist Energie. Auf Englisch heißt es auch Currency, wie ein Strom. Und indem ich aber weiß, wie ich diesen Fluss manage, und das machen die meisten Leute nicht, die gehen in den Konsum, die geben Geld aus, was sie nicht haben, um sich Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mal kennen. Ich habe es gesehen, sofort die Erkenntnis. Also manche Leute haben Muskelkater vom Nicken, das ist auch schon mal super. Und auch sehr gerne, David, oder wie gesagt, für euch alle hier Ehrensache. Jetzt habt ihr kennengelernt, wie aus dem Depp vom Flughafen der Krypto-Guru wurde. Wenn ihr Informationen braucht, haut mich gerne an, egal ob das die Folien von heute waren, ob das irgendwelche Links sind. Geht an euren Leader, an eure Leaderin ran. Sternchen, wir müssen ja gendern. Und dann können wir das Ganze hier voranbringen, weil in anderthalb, 2 Jahren, dann erzählt die Beate beim Friseur vom Bitcoin, was ist das? Das sagst du, kaufen nicht. Dann gucken dich alle an. Warum denn? Sagst du, zu lange gewartet. War vor 2 Jahren bei mir auch so. Da ging da hoch Richtung ATH. Jeder sagt auf einmal, oh Sven, wo kann ich den kaufen? Ist doch gar nicht. Ja, wie? Zu überpreist, der Markt ist überhitzt. Diese ganzen Mechaniken alles auflösen. Wir verkaufen hoch, wir kaufen tief ein. Ihr geht ja auch nicht in den Supermarkt und sagt, boah, Heidelbeeren sind heute 60% teurer, da schlage ich zu. Er macht es umgekehrt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bussi, bussi, genau. Alle anderen wissen Bescheid. Nochmal ein kurzer Disclaimer am Schluss. Am Sonntag ist nicht Ruhetag. Das machen sie woanders. Wir haben dann später noch für die Südafrikaner, nenne ich es jetzt einfach mal, den Sondercall. Da freue ich mich, euch begrüßen zu dürfen. Und ganz wichtig für alle, die da so technisch mal sehen wollen, was los ist, oder die auch mal Freunde zum Beispiel bewahren wollen vor Neppern, Schleppern, Bauernfängern. Um 20 Uhr gehe ich in Instagram Live mit einem ehemaligen Educator von der Partner Company. Der deckt auf dubiose Machenschaften, was da im Hintergrund falsch läuft, weil da sind einige mit dabei, Abo-Modelle und Co., Ökosystem nicht klar erkennbar, die werfen das Geld im Fenster raus. Ich möchte nicht, dass er hier in den Hof geht, nimmt eine Tonne und schmeißt die Kohle rein, zünden sie an, sondern wir wollen Kapital vermehren. Dankeschön. Das ist geile Heidelbeeren-Shorten. Kannst du auch merken. Das finde ich gut. Welche Company? Wenn ich das dir verrate, muss ich dich leider umbringen. Nein, Spaß. Ihr seht schon, lachen sie alle. Das wird heute Abend dann gelüftet, weil ich bin ja ein Drecksack. Okay. Dann, wie gesagt, sehen wir uns später nochmal. Nicht in alter, sondern in neuer Sven? Frische. Ja. Einen hast du noch. Darf ich noch einen kleinen raushalten? Das mit dem Shorten, da kommen wir direkt im Film in Sinn. The Big Short. Also, wer ihn nicht gesehen hat, soll ihn auf jeden Fall angucken. Richtig geiler Film. Großartig. Mit viel Hintergrundinfo und wirklich super lustig mit großartigen Schauspielern. Ja, kann ich auch. Absolut kann ich den empfehlen. So, dann wie gesagt, bis später und euch noch eine geile Zeit. Ich bin stolz auf euch. Packt mal's. Ciao, ciao. Ciao.